Hallo, Comedy Heroes Freunde und willkommen zu dieser Runde. Und wie ihr seht, sind wir jetzt mal nicht innerhalb des Spiels, sondern ich schaue mir jetzt hier einen Stream an von dem Streamer, gegen den ich neulich gespielt habe. Einfach aufgrund dessen, dass mir das Replay von diesem Spiel kaputt gegangen ist und auch er das Replay nicht mehr hat. Und von daher kriegen wir das nicht mehr. Ich habe ja, wie schon geschrieben, nehme ich ja gerade an dieser Liga von, das ist auch der Kollege, der die organisiert, an der nehme ich teil. Und da habe ich als erstes mal gleich gegen den Organisator persönlich gespielt. Ich selber bin in der Gruppe 2 gelandet. Gibt drei Gruppen, die dann auch später nach so ein bisschen nach Skill sortiert werden. Ja, ich weiß nicht, ob ich so ganz in der richtigen Gruppe gelandet bin, da, ja. Wir schauen mal. Aber gut, dazu später was. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Kann ja nebenbei noch ein bisschen was sagen. Ich habe natürlich den Kollegen hier auch gefragt, ob ich das machen kann und verlinke ihn auch nochmal ganz oben in der Videobeschreibung. Bist auch nicht so jetzt auf der alliierten Seite, was ich picken soll. Ich habe jetzt einfach die Briten gepickt. Aber wenn er schon sagt, im Patch ist bei den Briten was verändert worden, dann ist es natürlich nicht so Das war gut. auch so eine Sache. Genau ich glaube, 10 Minuten bevor wir mit dem Spiel begonnen haben, ist der große neue Patch rausgekommen, wo einiges an den Völkern Das ist die, umgepatcht ne? wurde. Besonders an den, Schwierig. besonders an den Briten, die er dann auch auf Ali Seite gepickt hat, wurde viel an den Kommandanten geändert, was er auch in-game einmal merkt. War ziemlich witzig auf jeden Fall. Er macht hier einen Doppelsturm-Pionierstart. Halte ich eigentlich nichts von. Also, einige spielen das. Muss auch nicht unbedingt schlecht sein, aber dann ist man eigentlich darauf angewiesen, auch früh wirklich sehr aggressiv zu spielen und sehr viel Schaden zu machen. Das kann sehr schnell schief gehen, weil die einfach auch nicht so stark sind, die Sturm-Pioniere. Das heißt, nicht so stark. Sie haben halt nicht so viel Leben. Das heißt, Nimm sie doch zu sind. Ende ein, Mensch! Das heißt, die sind relativ schnell runter vom Feld, wenn die mal aus größerer Distanz angeschossen werden. Und bedeutet halt, wenn man sich nicht beides leisten kann, dass man weniger Sätze 1 versus Core-Infanterie 1 ist eben auch schon eine Zeit lang her. mit den Das wahrscheinlich ist es Volkskanadieren bald. Nee, hat. er ist ein niedrigeres Level als ich. Deutlich niedriger. So viel Spiele habe ich tatsächlich noch nicht gemacht in Company Heroes 2. Sind einfach Vieles habe ich aus Siege-Spiele dem hier. ersten Teil noch mitgenommen an Erfahrung. Komisches Placement des Medic-Lagers, wenn man eigentlich immer in der Base haben, damit man sich nicht drum kümmern muss und die automatisch heilen. Außerdem wird es da viel zu schnell zerstört, also das ist hochgefährlich. Sollte man auf keinen Fall machen, das im 1 vs 1 immer in die Basis stellen. Direkt neben das Gebäude. Sehr essentiell. Hier lässt er sich jetzt zusammenschießen. Ist einfach kein gutes Gefecht. Das können die Sturmpioniere niemals gewinnen gegen ein Pionier plus zwei Rekruten, wenn die noch nicht mal close zu einem sind. Ich mache hier einfach nur Schaden an denen und das ist unglaublich teuer für ihn, weil So, die das baut auf. sehr stark, Hier oben fighten sie sich noch ein weil die bisschen. einfach sehr teuer sind zu refreshen. Und man sieht es hier auch an der Map Control. Er hat auch extrem früh hochgetaggt, hat Die jetzt Nate war gerade eben zwei scheiße Sturmpioniere und einen besetzt. Volksgrenadier auf dem Feld. Das ist überhaupt nicht gut. Ich pushe ihn jetzt einfach vom Feld, weil er einfach keine Infanterie hat. Hat alles in den Tag gesteckt. Hier oben hat er sich Komm, die fickt ihn, oder? auch. Nee, die fickt mich nicht. Oh Mann. Ja, und ich habe es auch geschafft, dass er den Fuel nicht kriegt. Er hat sich halt auf meinen Cutoff konzentriert mit den Sturmpionieren und hat dann oben Not bad, not bad. Rekruten Hat mir gegen den Fuel Volksgrenadiere verloren. abgeflankt. Normalerweise ist es andersrum. Die Volksgrenadiere sind eigentlich stärker als Rekruten. Allerdings bin ich halt relativ schnell close rangekommen und auf Close Range machen die Rekruten einfach mehr Schaden. Deswegen habe ich das ganz, ganz knapp da gewonnen. Und wir brauchen hier Er spielt den übrigens Hotspot. Overwatch als Commander. Also ist ein Meta-Commander, ist durchaus üblich, den als OKW zu spielen. Ja.
Tja, hier diesen Jägertrupp dann auch rausgeholt. Schwierig. Trotzdem noch ein bisschen schwach mit der Alle sind Infanterie. dran, das ist eben Nur nicht vier gut. Truppen und davon sind zwei Stumpius, das ist kein gutes Setup. Hätte ein Volksgrenadier schon mehr kommen müssen, mindestens, wenn nicht sogar zwei mehr. Jetzt bräuchte er eigentlich auch mal dann Das Problem MG. ist, hier Ist. ist eben einfach meine starke Seite. Ja, vielleicht mal dazu zu sagen, wir haben vorher gepickt, er Das wollte Match OKW spielen, muss ich ich gewinnen. Sowjets auf Ali Seite. Und der Map-Vote ist von mir, das ist Langriskaya. Ist ja der Abklatsch von Langree aus dem ersten Teil. War schon immer meine Lieblingsmap, schon im ersten Teil. Hier ist es auch meine Lieblingsmap. Mainz versus 1. Ist mir auch relativ egal, mit welchem Volk ich die spiele. So, vielleicht noch zum Turnier. Das ist einfach nur so von ihm hier ist jetzt ein Ja, kleiner verklagt. Streamer Komm, mit ein paar komm, komm. Followern, der mal regelmäßig Company of Heroes und auch, glaube ich, ein paar andere Spiele streamt. Und er hat jetzt einfach mal überall Da war eine mal in die Mine. Co-Gruppen Nice. reingeschrieben, dass er diese Liga Good machen job. möchte und ein paar Leute gesammelt. Darunter auch ein Freund von mir da reingeschaut und mich dann darauf aufmerksam gemacht. Und ich dachte mir, warum nehme ich mal nicht teil? Ja. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, es läuft hier absolut nicht gut für Das ist ihn. nicht gut. Das ist gar nicht gut. Man kann mehrere Jägertrupps rufen, das war mir nie so bewusst. Ich habe den Commander auch gar nicht. Habe ich noch nicht Das ist freigespielt gar nicht und gut. ich habe auch noch nicht, auch erst einen Commander aus dem Shop mal von Echtgeld gekauft. Ja. Interessant, dass man mehrere davon haben Nee. kann, wusste ich nicht. Gut, jetzt hat er auch das Infanterie-Setup da, aber er hat unglaublich wenig Arbeitskraft, wie man hier sieht. Das liegt einfach an den Sturmpionierverlusten. Die Sturmpioniere machen hier in dem Game echt keine gute Arbeit. Die verlieren konstant nur Männer und so ein Sturmpionier kostet 43 Arbeitskraft zu reinforcen und hat auch noch einen extrem hohen Upkeep. Upkeep ist ja, Ich bräuchte eine MG oder sowas. Das wäre schon echt nice. genau, das braucht er definitiv. Upkeep ist ja von den, einmal hat man ja die Rekrutierungskosten und das Naja. zweite ist der Upkeep. Das ist einfach Ich eine muss Plot Einheit. springen. Okay, ich weiß nicht, wo ich ploppe, aber gut. Klemmt mir den Fuel ab. Ja, das Er ist immer braucht das neue erste Minen. Das Ziel. ist, er, er spielt schon Doppelfuel. nicht schlecht. Er spielt schon nicht schlecht. Das ist Danke, echt danke. grausam. Ja. Das tut schon echt weh. Flammenwerfer von mir natürlich auch wieder. Naja. Also, was er hier eigentlich ja, hätte machen können, Ach, ist doch müssen, nicht ist gut. einfach Early Game mehr Infanterie zu bauen und auch seine Angriffe mehr zu koordinieren. Er geht hier, also er nimmt die zwei Sturmpioniere zusammen und die anderen Einheiten gehen überall einzeln rein, gefühlt bis jetzt. Das ist nicht Stell ganz doch so gut um optimal. hier. Traurig. Traurig, dass er so gut ist. Goliath, okay. Kann man feindliche MGs gut mit ausheben. Bei Teamweapons, falls man es mal braucht. Mit leichten Fahrzeugen ist ja hier natürlich nichts, wegen kein Fuel. Ja, wenn der Flammenwerfer close rankommt, dann war es das auch. Ich schweife immer wieder vom Thema ab. Zur Liga, wie gesagt, ich verlinke auch nochmal, wie ihr mitmachen könnt, unten in der Videobeschreibung einfach reinschauen. Macht gerne mit, egal ob ihr gut seid. Es gibt Leute, die sind Level 14, 16, die machen in der ersten Gruppe mit. Im 1 versus 1. Es gibt auch Leute, die sind Level 1 bis 6, die machen dann halt in der dritten und in der zweiten und dritten Gruppe teilweise mit. Ja. Ihn bitte nicht. Ihr werdet da, denke ich mal, überall Gegner finden. Und wenn ihr das dem Kollegen auch sagt, packt euch, denke ich mal, auch in eine angemessene Gruppe, wo ihr Gegner auf eurem Level habt. Das erstmal dazu. So. Das ist schon echt scheiße. Das ist schon echt kacke, was hier passiert. Ja, ein bisschen ärgerlich, dass ich hier das Replay verloren habe und jetzt hier den Stream abcapturen muss. Aber ich wollte dann doch alle Spiele bringen, der Gesamtzeit halber.
Vielleicht noch zum Turnier, es wird in Vierergruppen gespielt und wer da am meisten Punkte hat, geht eine Gruppe höher. Wer da am wenigsten Punkte hat in der Gruppe, geht eine Gruppe tiefer. Ja, die Minen machen ihre Arbeit, so verlieren auch zwei Sturmgrenadiere gegen einen Rekruten, wenn sie von der Mine niedergehalten werden. Ja. So, und im Grunde, jetzt drücke ich da nur noch durch, ich habe so viel mehr Arbeitskraft, einfach dadurch, dass die Sturmpioniere hier ihn so ausbluten und seine konstanten Verluste durch einfach schlechte Engagements in Unterzahl. Das ist unglaublich, das ist einfach unglaublich. Ihr müsst, also, ich habe halt von Anfang an den Doppelfuel und ihn extrem unter Druck gesetzt. Und meine Verluste sind auch einfach, weil ich immer in Überzahl kämpfe, extrem gering. Ich verbrauche kaum Arbeitskraft, während er die ganze Zeit ordentlich verliert, erst recht an den Sturmpionieren, weil die einfach unglaublich teuer sind, wenn man da immer konstant Schaden kassiert. Jetzt kommt halt der T-70-Spam hier, weil ich genau weiß, dass er jetzt nur ein Püppchen dagegen bringen kann und das mir nicht so viel Sorgen macht, ehrlich gesagt. Er tankt jetzt hier auch Arbeitskraft ein bisschen viel. Ist jetzt. Wo komme ich da durch? Ist jetzt halt auch anstrengend. Wie man sieht, Mörser ist da. Da geht so eine Flare runter. Einfach um Sicht zu schaffen, um zu wissen, wo seine Einheiten stehen. Da geht es ja am rechten Rand runter. Jetzt wird hier halt, wie gesagt, einfach der Medibunker weggesprengt. Deswegen sollte man ihn auch nie so positionieren. Das ist einfach viel zu aggressiv. Hier ist auf dem Feld, aber ich habe jetzt einfach schon die Übermacht. Man sieht jetzt hier nicht die Einheiten, die ich habe, aber ich hatte in dem Moment schon drei Rekruten, zwei Pioniere, Flammenwerfer, eine Pack und zwei T-70 auf dem Feld und einen Luftlandegardisten, glaube ich noch, hatte ich. Oder, nee, das war ein anderes Spiel. Nee, und den Mörser. Den Luftlandegardisten hatte ich nicht. Aber drei Rekruten, zwei MGs, zwei Pioniere mit Flammenwerfer, zwei T-70, eine Pack. Das ist einfach im Gegensatz zu dem, was er hier hat. Das ist einfach extrem viel und eine extreme Übermacht. Deswegen, das Game ist eigentlich schon im Early Game innerhalb der ersten drei Minuten ziemlich entschieden gewesen, weil einfach ich den Doppelfuel gekriegt habe und halten konnte, auch über das ganze Game hier drüber und einfach auch kaum selber Schaden eingesteckt hat, während er hier extrem geblutet hat an seinen Sturmpionieren und an seinen Truppen. Was halt dazu geführt hat, dass er keine Arbeitskraft mehr hatte und nicht noch mehr Truppen aufs Feld rufen konnte. Ja. Und jetzt spiele ich das hier halt nur noch sicher runter. Er kriegt so viel Fuel rein, das ist so schlimm. Ja. Ja, die nächsten Games werden dann auch aus dem Replay rauskommen. Es geht hoffentlich nicht nochmal kaputt. Wäre blöd. Oh, ich hab krasse Lecks. Ja, die Doppel-MGs stehen jetzt da. Der T-70 macht weiter Schaden. Ui hat es nicht nah genug angefahren, der hätte das ganze MG haben können. Ja, und an der Stelle ist es auch extrem schwierig gegen den Sowjets da, weil Team-Weapons, also die MGs mit 6 Mann sind extrem schwer auszuschalten. Dann dazu eine Pack, die die Artillerie-Barrage machen kann. Ja, das war echt schlimm nach dem Patch. Da hatten wir ingame ordentlich Lags und Probleme mit der Steuerung bei dem Spiel. Das könnte da liegen, dass ich nebenbei noch im Main bin. Lag's nicht. Bei mir waren die Lags auch. Muss ich sagen. Ja. Scheiße. Das sieht nicht gut aus.
Muss mal kurz gucken. Nee, bin ich nicht. Ja, und dann sehen wir hier, dass sich das Spiel langsam dem Ende nähert. Auf jeden Fall schon mal danke an den lieben Trix hier, dass er das Turnier organisiert hat. Und ey, warum leckt das Game denn so? Ja, ich freue mich auf jeden Fall dann auch noch bald auf weitere spannende Spiele auf jeden Fall. Man muss ja auch ganz klar sagen, ich bin da deutlich stärkere Spieler hier einfach, nicht unbedingt. Ich glaube, wir haben ziemlich gleich viele Stunden und gleich viel Spielerfahrung, aber ich kenne einfach die Meta des Spiels im 1 vs. 1, während er, glaube ich, immer nur 3 vs. 3, 4 vs. 4 oder so spielt. Und sich auch ein bisschen weniger mit den allgemeinen Taktiken in Combat Heroes scheinbar beschäftigt hat. Das heißt, ja, man sieht es ja auch einfach, dass das Game nicht besonders close war, sondern ich das hier souverän ja, nach Hause sehr gebracht habe. Toll. Ja. Aber das ändert auch nichts. Aber so, ich habe auch geschaut im Turnier, ich bin jetzt halt Gruppe 2 und wenn ich Gruppe 1 komme, da wird es auf jeden Fall heftiger werden. Da gibt es auch ziemlich gute Leute bei. Es ist ja so, dass immer jetzt so innerhalb des Monats halt die drei Spiele gespielt werden und danach im Monat kommt mal eine Gruppe hoch oder runter, je nachdem wie man performt hat. Oder bleibt halt in der Gruppe. Hatte ich ja vorhin erklärt. Erster geht hoch, letzter der Gruppe geht runter, die beiden mittleren bleiben. Ja, und dann bin ich auch mal gespannt. Spielt auch ein Mate von mir mit, also ich 1-0. Ja, auch ziemlich auf meinem Level ist. Ja. Das war eigentlich meine starke Seite. Das war das Spiel. Es wird noch, ich werde noch das zweite Spiel bringen. Das kommt dann aber im nächsten Video. Ja, wie gesagt, sein Vote war OKW, meiner war Sowjets. Auf Achsenseite, jetzt machen wir es nochmal spiegelverkehrt. Nämlich, er spielt Alliierte, ich spiele dann Achse. Dann kommt dann noch ein Game, ich OKW gegen ihn als Briten, wie angekündigt. Ja, ich war mal auf jeden Fall was anderes. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Lasst mal einen Kommentar da, ob ihr dann bei der Liga dabei seid. Und ich wünsche dann erstmal noch einen schönen Abend und viel Spaß bei Combat Heroes.